Der Start ins neue Jahr ist zumindest beim DAX, also dem deutschen Aktienmarkt, geglückt. Wie sieht es doch am Zertifikatemarkt aus? Darauf und was das neue Jahr noch bringt, soll uns die nächsten 24 Minuten in Bonus, Discount und Co. dem EUWAX-Forum der Experten beschäftigen. Damit sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen und natürlich auch ein frohes neues Jahr. Ja, so ganz in Vergessenheit geraten sind die Probleme des letzten Jahres eben nicht. Nämlich ganz präsent noch die europäische Schuldenkrise mit all dem, was sie an Problemen oder an weiteren Problemen noch hervorbringen wird. Hiervon war auch der Zertifikatemarkt natürlich nicht losgelöst, jedoch bot die hohe Volatilität auch viele Chancen für Anleger. Die Frage eben, was wird der Markt 2012 bringen und wo tun sich hier neue Chancen auf? Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Thomas Fleck, er ist Zertifikate-Experte bei Barclays Capital. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und mit Peter Bösenberg, er ist Zertifikate-Experte bei der Société Générale. Herzlich willkommen auch Ihnen und natürlich auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Ja, wir hoffen natürlich, muss man ja fast sagen, auf das, was uns 2012 bringen wird. Und damit wollen wir erstmal auf die Zertifikate-News schauen. Und da gucken wir uns den Derivatehandel im Dezember von der EUWAX nochmal etwas genauer an. Und der sah nämlich gar nicht so gut aus, wobei es bei der EUWAX generell gut lief, aber eben beim Derivatehandel nicht so positiv. Hier gab es Einbußen mit einem Minus von rund 22% zum Vormonat. Und damit war der Dezember der umsatzschwächste Monat im Jahr, was eigentlich nicht ungewöhnlich ist. Aber es waren immerhin auch 16% weniger als im Dezember 2010. Generell kann man aber sagen, das Gesamtjahr 2011 konnte ein Plus von 14% einfahren im Gegensatz zum Vorjahr. Ja, Herr Fleck, vielleicht erstmal die Frage, werden wir das im Januar dann auch weiter beobachten? Wird es da weiter zurückgehen? Und natürlich aber auch noch die Frage, wie aussagekräftig ist sowas denn eigentlich? Denn der außerbörsliche Handel ist doch eigentlich das, was beschäftigt. So ist es. Also definitiv ist es so, dass ein Großteil der Zertifikate oder der Produkte, über die wir hier sprechen, auch außerbörslich gehandelt wird, also an der Börse vorbei. Das Jahr 2011 war ein sehr, sehr volatiles Jahr. Das heißt für Anleger vor allen Dingen interessant im Bereich der Hebelzertifikate. Und gerade hier sehen wir natürlich einen Großteil des außerbörslichen Handels. Das heißt, inwieweit die Statistiken aussagekräftig sind, sei mal dahingestellt. Wir beobachten jetzt auch zu Beginn des neuen Jahres, wo es kräftig nach oben ging, einen extrem hohen oder starken außerbörslichen Handel, also wesentlich höher als der Handel über die Börse. Ja, das kann man definitiv schon mal dazu sagen. Sie sind bei Hebelprodukten ja auch sehr aktiv von der Société Générale. Was können Sie hier beobachten im Dezember und vielleicht auch für den Januar schon mit? Ich meine, wir sind noch nicht so alt im neuen Jahr, aber vielleicht kann man da schon ein bisschen was zu sagen. Ja, das Bild deckt sich mit dem, was Herr Fleck beschreibt. Also prinzipiell haben wir natürlich im Dezember mal sehr, sehr viele Fälligkeiten auch. Also das Geld ist jetzt wieder auf den Kontos und will wieder neu angelegt werden. Das ist auch ein Verhalten, was wir jedes Jahr aufs Neue sehen, dass der Januar eigentlich immer mit einer der stärksten Monate überhaupt ist. Und im Dezember sind natürlich auch jede Menge Feiertage. Gerade jetzt im letzten Jahr war zwischen Weihnachten und Neujahr doch auch eine Woche, wo viele Leute das als Brückenwoche genutzt haben und entsprechend niedrig waren dann die Umsätze. Ja, also wir sehen hier auf jeden Fall auch wieder mehr Zuversicht, neues Jahr, neues Glück. Man vergisst vielleicht ein bisschen das, was letztes Jahr uns da belastet hat und schaut wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft und investiert da auch wieder lieber. Die Hoffnungen sind, dass sie dann wohl bewegend sind, vielleicht auch den Start bewirkt haben, den positiven. Wir wollen dann noch schauen auf das Magazin der Zertifikateberater. Der fragt nämlich monatlich in seinem Plenum die Stimmung unter Beratern und Emittenten ab. Und im Dezember war es noch ziemlich mau mit der Stimmung bei beiden Gruppen. Da sank nämlich der Stimmungsindex weiter. Der war also zum Vormonat dann nochmal gefallen. Und die Hoffnungen ruhen hier allerdings auf 2012, denn die Bewertung der künftigen Entwicklung liegt eben bei Beratern und Emittenten leicht sogar im positiven Bereich. Also hier ganz klar die Hoffnung, klarer Favorit der Emittenten ist der US-Markt. 90% erwarten eine positive Entwicklung hier. DAX und Eurostoxx eher rückläufig. Und die Standardindizes und Inflation sind Trendthemen bei Beratern. Gewinner sind, oder beziehungsweise die eben nicht mehr so im Fokus liegen. Verluste mussten hier Rohstoffe und Schwellenländer verbuchen. Ja, Herr Fleck, finden Sie sich in dieser Umfrage der Emittenten denn wieder? Ziemlich genau sogar, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sehen gerade für die Selbstentscheider, die auch sehr, sehr stark in Amerika schon aktiv waren. Wir hatten in den USA ein relativ gutes Börsenjahr verglichen mit Europa. Der Dow ist, glaube ich, sogar leicht im Plus
hat leicht im Plus geschlossen über Jahressicht 2011. Das wird sich wahrscheinlich auch erstmal zumindest zu Beginn 2012 weiter so fortsetzen. Wir haben bei unseren Vertriebspartnern definitiv gesehen, dass das Thema Inflation, dass das Thema Zinsen, kapitalgeschützte Produkte ganz stark im Fokus stand. Hier wurde sehr, sehr viel abgesetzt, hier wurde sehr, sehr viel gemacht und der Trend ist auch weiterhin da. Das sehen wir auch jetzt im Januar schon. Viele Produkte, die im Januar vertrieben werden, werden ja schon im Dezember festgelegt, festgezurrt und ganz klar, hier ist der Schwerpunkt nach wie vor Inflation, Zinsprodukte. Rohstoff und Emerging Markets leiden vor allen Dingen deshalb, weil die Performance der entsprechenden Basiswerte nachgelassen hat oder zu wünschen übrig ließ. Ja, aber das sind definitiv Themen, die auch immer wieder mal aufgegriffen werden. Gerade Gold, gerade Öl bei den Rohstoffen sind definitiv, werden auch definitiv 2012 weiter im Fokus stehen. Da gucken wir im zweiten Teil aber noch näher drauf. Herr Bösenberg, finden Sie sich auch wieder in der ganzen Aussage der Emittenten? Ja, das deckt sich natürlich. Also auch mit unserem Bild, was wir sehen, das ist relativ einheitlich mit dem, was Herr Fleck auch beschreibt. Dann wollen wir aber noch gucken auf einen wichtigen Punkt, nämlich 2012. Was liegt terminlich an? Worauf sollte sich ein Anleger freuen oder worauf sollte er seinen Terminkalender abstimmen, Herr Fleck? Wichtigstes Ereignis, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, ist sicherlich die Europameisterschaft, die wir Deutschen hoffentlich gewinnen werden. Aus Anlegersicht allerdings sehr, sehr wichtig sind Wahlen, viele Wahlen, die 2012 anliegen, vor allen Dingen in Frankreich. Da kann es einen Wechsel geben hin von Sarkozy zu den eher linkslastigen Parteien. Das ist sicherlich was auch die Schuldenkrise oder Europa beeinflussen kann. Auch sehr wichtig ist dann im Herbst, im November dann die Wahl in Amerika, die natürlich die ganze Welt bewegen wird können, sage ich jetzt mal, wo die Anleger drauf schauen. Positiv oder negativ, Anleger sollten zumindest mal drauf schauen. Ja. Herr Bösenberg, was sagen Sie, was muss im Kalender definitiv markiert werden? Die wesentlichsten Termine sicherlich, die aus der Makrosicht das Jahr beeinflussen werden. Wir werden auch wieder in diesem Jahr sehr, sehr viele Fälligkeiten von Staatsanleihen haben. In Italien und Spanien werden es, glaube ich, zusammen insgesamt 470 Milliarden Euro fällig, wo man sich vielleicht auch anschauen sollte, wann diese Auktionen sein werden dort. Aber die großen Events, die haben wir bereits beschrieben. Ja. Speziell für den Zertifikatemarkt noch irgendwas Markantes, was wichtig ist? Ja gut, also nichts Besonderes jetzt. Die üblichen Termine, zum Beispiel der Invest, auf jeden Fall sollte man im Kalender behalten. Ich glaube, im April haben wir das dann.